this battle will take a new breed of fighter. Wait. Party Animals. Will Fall Guys, Among Us und Co. die Partykrone klauen? Wie das gelingen soll? Mit Chaos, Gewalt, Contact High und süßen Häschen. Wie unser erster Eindruck des physikbasierten Brawlers war, verraten wir euch in unserer Gamescom Preview. Wir schwören, wir haben nichts gesoffen, bevor wir zu unserem Anspieltermin für Party Animals auf der Gamescom 2023 gegangen sind. Und auch als wir bei Microsoft am Stand waren und dort den Titel ausprobierten, der noch diesen September für PC und Xbox-Konsolen erscheinen soll, griffen wir nur zum Wasser. Nicht zum Wodka. Mit einem ganz schönen Brummschädel verließen wir die Demostation dennoch mit einigen wissenden Blicken der chinesischen Entwickler von Recreate Gamers im Nacken. Wer sich jetzt fragt, was Party Animals ist, der Titel wurde erstmals 2020 vorgestellt und ist, der Titel lässt es schon vermuten, ein Partyspiel. In den vergangenen Jahren war es immer mal wieder spielbar, zuletzt etwa im Juni für Steam-User im Rahmen des Summer Game Fest 2023. Und unser eingebildeter Alkoholkonsum ist auf die Natur des Spiels zurückzuführen. Darin stolpert man nämlich dermaßen träge und bewegungseingeschränkt durch die Gegend, als hätte man gerade zwei Flaschen Stroh rumgeäxt. It's not a bug, it's a feature. Und zwar wirklich, denn das fröhliche Herumgetorkel ist nicht auf mangelnde Kompetenz der Entwickler zurückzuführen, sondern natürlich Teil des Spaßfaktors. In bester Manier zahlloser Spiele ähnlicher Machart stellt sich das große Gelächter in den Multiplayer-Runden genau deswegen ein, weil niemand wirklich Kontrolle über das hat, was er so tut. So gut umgesetzt wie in Party Animals haben wir den Effekt selten erlebt. Denn die Figuren steuern sich nicht einmal per se schlecht, aber eben so gewollt schwammig, dass man zügig in den Besäufnis-Vibe hinüberrutscht. Don't drink the alcohol, feel the alcohol. Jetzt aber mal ab auf die Party. Was also macht man in Party Animals? Nun, man tritt gegeneinander an. In der Demo verfügbar waren zwei verschiedene Spielarten. Ein kooperativer Modus, in dem man eine Art leuchtenden Bobble zusammen mit seinem Team aus drei weiteren Mitstreitern auf einem Feld ins gegnerische Tor befördern muss. Dann gab es noch eine Zweier-Team-Variante, in der es ums pure Überleben geht. Unser kleines Häschen wurde an Deck eines langsam sinkenden U-Boots gesetzt. Wer sich am Ende noch irgendwie an der Spitze der Radarantenne des untergehenden Metallkollers klebte, hatte gewonnen. Und ja, Häschen, denn der Name ist Programm. Alle Teilnehmer der Mehrspieler-Gaudi schlüpfen in die Gestalt von wirklich unverschämt putzig gestalteten Tieren. Da gibt es Nemo, den Corgi, Otter, den Otter, Bacon, das Schweinchen, Carrot, das Häschen, Barbie, den Gorilla und noch eine Handvoll anderer Fell-, Feder- und Schuppenträger. Insgesamt zum Launch 12 Stück. Und wie man das von Vorbildern wie Happy Tree Friends kennt, ergibt sich ein weiterer Teil des Spaßes daraus, diese extrem putzigen Gesellen dann in ausufernde Keilereien zu schicken, die so gar nicht zum zuckersüßen Vibe passen wollen. Aber keine Sorge, wenn ihr vorhattet, den Titel mit euren Kindern zu spielen, kinderfreundlich bleibt es trotzdem. Es fließt kein Blut, es gibt keine Verletzungen und es wird nicht geflucht. Der Kontrast zwischen Design und Gameplay wird erreicht, ohne auszuarten und ganze Altersgruppen auszuschließen. Finden wir auch deutlich charmanter. Was uns etwas überraschte, nicht nur die behäbigen Bewegungen der Figuren sorgen für Chaos und Inkompetenz am laufenden Band, generell ist die Steuerung vergleichsweise umfangreich. Laufen, Dinge festhalten, werfen, rempeln, Kopfnüsse und mehr, die Figuren verfügen über ein vergleichsweise großes Portfolio an Aktionen. Also nicht riesig, man hat es trotzdem recht bald raus. Wir benötigten aber dennoch bei beiden Spielarten erst einmal 2-3 Runden, bevor wir es raus hatten und effektiv agieren konnten. Und das Herumgewobbel der Figuren setzt sich in allen anderen Bereichen fort. Denn die Physik-Engine des Spiels ist es, die den ganzen Spaß erst, naja, spaßig macht. Man rempelt aneinander, wird nach einer Attacke wild durch die Gegend geschleudert, muss sich am Rande des U-Bootes festhalten, um nicht unterzugehen und wedelt dabei wild durch den Wind. Zusätzliches Chaos gibt es bei den Zweier-Team-Runden durch diverse Waffen, die man aufheben und mit denen man dann noch effektiver agieren kann. Dafür dauert es länger, das Ding abzulegen, um sich gegen einen krapschenden Gegner zur Wehr zu setzen. Dann feuert man zum Beispiel mit einer Armbrust durch die Arena, schlägt mit einem Baseballschläger zu oder wirft mit einem Boomerang. Gutes Zeug. Alles sehr charmant und die charmante Gestaltung zieht sich bis zum Ergebnisbildschirm. Da sind alle Tierchen zusammen zu sehen, jeder kann weiterhin herumlaufen und sich auf die süße Schnuffelnase geben, bis irgendwann ein Timer abgelaufen ist und ein chaotisches Erinnerungsbild voller süßer Tierchen einfängt, die alle ins Rampenlicht wollen. Völlig sinnfrei natürlich, aber eine nette Idee. Alles fein also? Größtenteils ja.
Sorgen machen wir uns aber derzeit noch bezüglich der Rundenlänge. Die war nämlich immer zu ausufernd und so spaßig das Spektakel ist, wären kürzere Sessions unserer Meinung nach dem Spielspaß zuträglich. Klar, wir spielten auf der Gamescom in voller Mannstärke und wir gehen davon aus, dass man die Anzahl der Runden individuell einstellen kann. Aber vor allem beim sinkenden U-Boot fielen sogar die Einzelrunden sehr, sehr lang aus. Bis das blöde Ding endlich unter Wasser ist, vergeht sehr viel Zeit. Vor allem, wenn man früh ausscheidet, ist das ein Problem. Dann kann man die verbleibenden Spieler aus dem Off zwar mit geworfenen Items ärgern, aber ansonsten minutenlang nur zuschauen. Gut, wir müssen uns auch selbst an die Nase fassen, da wir in den ersten zwei Runden nicht verstanden haben, dass man sich mit etwas Geschick zurück aufs U-Boot arbeiten kann. Aber trotzdem. Was noch sehr offen bleibt, ist die Frage, wie viel Langzeitspaß in Party Animals steckt. Ja, das, was wir spielen konnten, machte echt Laune. Aber darüber hinaus? Die einzelnen Spiele sind recht aufwendig gestaltet. Hunderte verschiedene Varianten sollte man also nicht erwarten. Neben den zwei spielbaren Modi wird es noch einen dritten Modus namens Arcade geben, der laut offizieller Website die Spiele umfasst, von denen die Entwickler nicht wussten, wo sie sonst hinpassen. Versprochen werden dort auch viele, viele Maps, die man neben den Startkarten auf noch unbekannte Art und Weise freischalten kann. Auf der Website lassen sich aktuell 30 Stück zählen, ob unterschiedliche Maps für genügend Varianz sorgen, um das im Kern natürlich immer gleiche Gameplay zu tragen, muss ich noch zeigen. In diesem Sinne, macht Spaß. Aber ob Party Animals zum Dauerbrenner wird, kann erst der Live-Betrieb zeigen. Ein wichtiger Faktor wird natürlich auch die Frage sein, ob und falls ja, in welchem Rhythmus die Entwickler neue Inhalte nachliefern, die das Gameplay durcheinander wirbeln. Also, wir gehen uns jetzt nach unseren zwei Runden Party Animals erstmal richtig ausnüchtern.